Wir haben ein paar Minuten gebraucht, um reinzufilmen. Luzern ist aggressiv draufgelaufen. Das ist sehr gut für uns eben auch als Test. Haben dann sehr gute Lösungen gefunden. Auch in der ersten Halbzeit, finde ich, aus der Innenverteidigung raus super Pässe gespielt und haben uns so ein bisschen des Drucks entledigt. Ja, wir haben in der zweiten Halbzeit dann eigentlich fast nichts mehr zugelassen, bis auf dieses sehr ärgerliche Gegentor, was wir sehr gerne vermieden hätten. Aber ich denke, das große Ganze ist auf jeden Fall positiv, aber ja, nichtsdestotrotz ist es halt auch nur ein Test. Das Wichtigste ist, es ist Zug drin, alle wollen arbeiten, alle wollen eben das letzte Jahr vergessen machen, wollen nicht, dass es wieder so endet, und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind im Moment. Super, dass ich mir für ein Testspiel das schönste Tor meiner Karriere aufhebe. Also ja, keine Ahnung, also, schön natürlich, das Ding gemacht zu haben, aber ich hätte es gerne vielleicht noch in einem Spiel, wo es um 3 Punkte geht. Es ist ein sehr schönes Gefühl und unbeschreiblich. Nach 4 bis 6 schwere Monate bin ich endlich zurück und es tut einfach nur gut. Die Anfeuerungsrufe tun auch gut von den Fans, und ja, vielen Dank dafür und ja, vielen Dank auch an alle, die mich immer wieder motiviert haben und zu mir gehalten haben. Er macht das sehr gut und er redet viel mit der Mannschaft und zeigt viel und macht das gut. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist für mich persönlich, dass ich erstmal zurück bin, und dann wird man jetzt in den nächsten Wochen alles Weitere sehen. Ich sehe es jetzt nicht so als Generalprobe oder als letzte Übung vor dem Ernstfall, sondern wir nehmen auch solche Tests sehr ernst, und es ist uns auch sehr wichtig, dass wir sie ernst nehmen. Wenn wir ein Trikot anziehen, dann spielen wir das auch mit dem nötigen Konsequenz und Zielstrebigkeit. Und das werden wir am Samstag gegen Juve versuchen und werden das dann am Donnerstag drauf auch in Österreich versuchen. Aber so wie Sie es jetzt gemeint haben, dass wir dort dann das abtesten, das habe ich jetzt eigentlich nicht vor.